Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Hofbergmann mit dem Party. Hallo. Hallo. So, wir warten jetzt gerade nochmal auf den Big Bag mit Saatgut, den bringt uns der Party freundlicherweise. Einer mit Dünger haben wir schon hier stehen. Was haben wir denn noch im Hof zu tun? Ich muss mal kurz gucken. Brot. Oh ja, Brot ist eine gute Idee. Also ich habe schon mal nachgefüllt und rausgeholt und verpackt in tolle Kisten. Brot, so. Ich kümmere mich mal ums Brot. Den Pferden geht es soweit gut, ne? Jo. Jo. Achso, die Schweine ausmisten, das müssen wir auch nochmal machen, ne? Da kümmere ich mich gleich drum. Ja, ja. Also Teitlinge haben wir genug hier liegen. Mhm. Oh je, das Feuer ist aus. Oh je. Wir haben keine... Ja, brauchen wir mal einen Beutel. Brennholz, ein Stück reicht, danke. Dann machen wir wieder Feuer hier. Ah. Und jetzt? Achso, anschalten. Achso, warte mal. Warum ist es so? Es sind keine Teiglinge mehr drin. Gut. Ah. Gut, muss auch erstmal wissen, ne? So. Ich sehe gerade, unten ist ein bisschen Brot vermischt worden. Ich weiß zwar nicht warum, aber schauen wir uns gleich an. Gut vermischt wurden. Naja, es liegt nicht so ganz schön drin, sondern es liegt kreuz und quer. Es ist nicht so schön angeordnet, weißt du? So, 10 Teigdinger, glaube ich, waren das jetzt. Ja. So, was ist hier los? Nee. Ah ja, hier haben wir schon mal eins, das ist fertig. Gibt es da ein System von den Brotkisten? Nee, ne? Nö, nö, nö. Das ist auch fertig. Würde aber mal unten den Deckel zumachen. Irgendwer muss da mal... Oh, hoppla. Ah, okay. Ist ein bisschen auch so ein Geduldsspiel, muss ich sagen. Aber geht. So, dann kann das wieder brutzeln hier. Soll ich vielleicht unten noch einen... Ah ne, ist genug drin. Passt. Zack. So, was ist mit dir? Da ist aber auch irgendwas nicht richtig. Ach, da ist ja gar nichts mehr drin. Wasser... Jo, dann nehmen wir einmal Roggenmehl. Was der Landwirt nicht alle zwischen der Ansaat machen muss, ey. Wahnsinn. Okay, reicht das? Ja. Und eine Packung Hefe. Das war eine große Packung. So. Okay, in der Backstube ist soweit alles gut. Ach, da hinten ist schon Brot drin. Okay. Wir haben jetzt 3 volle Kisten Brot, 2 halbe und eine leere ungefähr. Das klingt gut. Ist auch ganz angenehm. Jetzt gucke ich mal ganz kurz nach unserem Wein. Den Hunden geht's. Ja, die haben noch Fressen drin. So. Dann aus unter der Map. Oh je. Ja. Wir haben 208 Liter haben wir. Für einen kleinen Schwips reicht's. Einen kleinen Schwips? Mhm. Wie viele Tage soll der Schwips dauern? Naja, also. Weiß ich nicht. Mhm, okay.
bist schon am Auffüllen, sagst du? Ist schon. Ist schon aufgefüllt, dann mache ich direkt weiter. Ja, ich habe den extra so gestellt, dass du drunter fahren kannst und auftanken kannst. Sehr gut. Deswegen habe ich dir den Merlo da stehen lassen. Danke. Gut, so läuft das. Wie gesagt, Arbeitsbreite ist nicht prickelnd hier, aber ist ja kein Problem, ne? Also. Aber auch wenn du siehst im Shop, ne, diese Sämaschine braucht jetzt, warte, 100 PS. Und ich habe, ich denke, so um die 200. 40. 240, ne? Mhm. Aber, naja. Ist halt so. Ja. Besser so als andersrum, ne? Besser so als andersrum. Achso, machst du jetzt mal im Hof Klarschiff? Ich mach nochmal ein bisschen Klarschiff, ja. Ja, sehr gut. Wobei, der fährt hier mit 8 km/h hoch, ne? Also so viel ist das gar nicht. Hat die plus 8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit? Nee, die hat 15, aber wenn er berghoch fährt, 8 km/h. Na, jetzt wird er schneller, jetzt ist er oben angelaufen. 14, 15. Ist schon gut. So. Fahr ich einfach drunter oder wie ist das? Ja. Jo, funktioniert. Das läuft. Lustigerweise brauchst du Dünger ganz, ganz wenig. Und Saatgut dafür aber umso mehr. Ja. Schönes Gerät, muss ich sagen, ja. Super, jetzt haben wir immer noch 82.000 Euro. Sachen gibt's? Sachen gibt's? Naja. Hast du dir mal ein Feld ausgeguckt? Achso. Tatsächlich? Nee. Nö. Ja, ich habe ja eventuell auf die Viere spekuliert. Die kostet halt 269.000 Euro, ne? Richtig. Ertragspotenzial ist halt auch gut. Ah ja, stimmt, hast du ja gesagt. Na? Ja, können wir uns ja mal im Hinterkopf behalten, ne? Wir sind ja noch nicht fertig. Wie gesagt, ja. Kompost wird verkauft. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch ein bisschen Getreide auffüllst in den Trockner. Wenn ich es jetzt schaffe, ja. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal hier nochmal ausmisten. Bei allen. Weil dann haben wir vielleicht noch getrocknetes Getreide zu verkaufen. Wir haben zweimal die Kompost-Silo voll. Die können verkauft werden. Also es kommt schon noch einiges zusammen, das muss man mal so sagen. Wir können auch nochmal gucken, dass wir die Milch zu Käse machen. Das ist auch nochmal eine Sache, die cool wäre. Ja, von dem her sehe ich da kein Problem. Wenn man das Geld mit eigenen Produkten finanziert oder beziehungsweise bekommt, ist das schon sehr, sehr geil. Mhm.
Die Eier müssen wir dann auch mal. Ich würde aber sagen, vielleicht, dass wir die Nacht nochmal durchspulen dann, wenn wir fertig sind. Und dann am nächsten Tag mal, den Sprint erfüllen. Mit Eier, mit Brot und Käse vielleicht. Und dann mal wegbringen, weißt du? Ja. Die Eier sind gar nicht mehr so gut. Wie meinst du? Sind jetzt Rühreier. Ja. Ich mach den aber noch mal ein bisschen höher. So, dann schauen wir mal, wo unsere Bahn ist. Hier ist unsere Bahn. Und weiter geht's. Ist schon gut. Bitte was? Und bei der Bertas gucken? Ja, auch wichtig. Ich bin ja gespannt, ob wir nochmal ein Kälbchen sehen hier in dem Let's Play. Bevor wir in den 22er wechseln. Könnte sein, muss er. Vielleicht können wir auch zum Schluss, wenn es jetzt nicht sein sollte, Party einfach nochmal so lange vorspulen, bis das Kälbchen da ist. Ja. So ganz zum Schluss, weißt du? Achso, jetzt haben wir den neuen Wagen gar nicht gekauft, ne? Wir nehmen neuen Wagen mit drauf und verwenden den dann nicht. Naja. Aber es war jetzt auch nicht mehr, wie soll ich sagen? Nicht mehr notwendig, ne? Naja, im Moment verkauft man ja keine Big Bags. Das stimmt. Falls wir nochmal Big Bags verkaufen sollten, dann könnte man da ja nochmal drüber nachdenken. Stimmt. Den schneller auszutauschen. Bam, bam, bam. Ich bin jetzt schon mal positiv überrascht, dass die Meldung oben rechts nicht mehr kommt, muss ich ja sagen. Das stimmt nicht positiv. Ich will mal kurz Gerät tauschen. Komm, du bekommst jetzt mal einen Kramer. Ein Kramer? Ja. Ja. Achso, baust du den Merlo? Ja, weil nebenbei auch halt die wahrscheinlich das getrocknete Getreide anfangen soll. Und da bräuchte ich halt das große Gerät. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung, Patty. Gut. Wobei das wirklich gut läuft, muss ich sagen, mit dem Merlo am Rand. Ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass das Ding sofort leer ist, was es auch ist. Aber wenn der Merlo nebendran steht mit dem Big Bag, gar kein Problem. Deswegen stelle ich dir den Drama ja auch so hin, mit dem Big Bag, dass du bloß runterfahren brauchst. Ja. Gut, meine Damen und Herren, für den heutigen Samstag sind wir fertig. Morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt, zu einer weiteren Folge hier auf der Hof Bergmann. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.